Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal wieder mit einer Buchempfehlung bei euch. Und zwar geht es um das neue Buch von Camilla Grebe. Wenn das Eis bricht, ist im BTB Verlag erschienen für 15 Euro und hat ganze 608 Seiten. Ich habe mich ganz schön erschrocken, als ich das zugeschickt bekommen habe. Aber ich muss sagen, ich habe selten ein so dickes Buch so schnell durchgehabt. Ich habe es jetzt an 2 Tagen durchgelesen. Pfingsten war, hatte ich ja frei, dann hatte ich mal Zeit, auch länger an einem Buch zu lesen. Und es war einfach so flüssig geschrieben, also es ist der Wahnsinn, ich bin da so durchgeflogen. Obwohl die Geschichte an sich erst relativ ruhig anfängt und erst zum Schluss hin so richtig spannend wird, hat mich das Buch trotzdem die ganze Zeit fesseln können. Camilla Grebe kennt man ja von dem Autorenduo Grebe und Asa Treff. Die haben ja diese Siri Bergmann-Reihe geschrieben. Und jetzt hat sie ihr eigenes, also alleiniges Buch rausgebracht. Ja, worum geht's? Es geht hier um eine junge Frau, die enthauptet in dem Haus des Geschäftsmanns Jesper Orre gefunden wird. Von ihm fehlt aber jede Spur. Und es wird dann zu den Ermittlern eine Frau hinzugerufen, die vor 10 Jahren an einem ähnlichen Fall als Kriminalpsychologin mitgearbeitet hat. Sie ist jetzt aber schon ja ein wenig erkrankt, also die Krankheit ist noch nicht richtig ausgebrochen, aber sie hat schon Gedächtnislücken, also sie leidet an der Krankheit Alzheimer und wird dann aber dennoch zu dem Fall hinzugezogen, weil er sich halt dem Fall von vor 10 Jahren etwas ähnelt. Und dann gibt es ganz viele Kapitel immer von einer jungen Frau namens Emma. Das fängt an mit, ich glaube, 4 Wochen vorher, eben gucken, 2 Monate früher, also bevor dieser Mord anfängt, da wird von der Emma erzählt. Und je weiter das Buch voranschreitet, umso näher kommt Emma auch an den Zeitpunkt des Mordes. Das war sehr interessant gemacht, wie ich fand. Und man hat auch wirklich erst zum Schluss gemerkt, was für eine Rolle Emma spielt. Ist sie Opfer, ist sie Täter? Das fand ich sehr interessant gemacht. Und insgesamt konnte mich das Buch wirklich begeistern. Es hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich es so gut finde und so schnell durchbekomme, weil 608 Seiten ist ja schon eine Ansage. Deswegen hatte ich da schon so ein bisschen Respekt vor. Aber ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Es konnte mich wahnsinnig gut begeistern. Ich hoffe, dass es da auch irgendwie noch mal eine Fortsetzung von gibt, weil Hanne, die Kriminalpsychologin, die jetzt erkrankt ist, hat mir auch sehr gut gefallen. Und da gab es dann auch noch private Einsichten von ihr. Und ja, insgesamt kann ich das Buch wirklich nur empfehlen. Lasst euch nicht von der Dicke abschrecken. Mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Es hatte für mich auch gar keine Längen, obwohl es ja wirklich recht dick ist. Ich habe bloß so nach 400, 500 Seiten gedacht, so wirklich viel ist eigentlich noch gar nicht passiert. Aber dennoch wurde man total gefesselt und zum Schluss konnte, also so die letzten 100, 150 Seiten, konnte ich es dann gar nicht mehr aus der Hand legen. Da gab es dann überraschende Wendungen und da wollte ich einfach nur noch wissen, wie das Ganze jetzt zu Ende geht. Also von mir eine klare Buchempfehlung. Ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen und auch weitergeholfen. Wie ihr wisst, freue ich mich immer über Kommentare. Und ja, wenn ihr mal meine Videos, wenn ihr jetzt durch Zufall auf mich gestoßen seid und meine Videos nicht verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein neues Abo freuen. Ich arbeite jetzt ja schon lange an der 300er-Grenze und ich hoffe, dass ich sie bald geschafft habe. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!